Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Greedfall. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte den da plündern. Danke. So, wir müssen einen Aegon finden. Nachdem wir den Händler in der letzten Folge vor der Erpressung bewahrt haben, müssen wir jetzt natürlich gucken, wer steckt denn eigentlich dahinter. Und, der ist das. Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lamb since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Well, I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone. Even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There is no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Folgen wir ihm unauffällig. Töten kann ich ihn nicht, er ist zu stark. Das sieht man an dem toten Kopf. Deswegen müssen wir ihm unauffällig folgen. Wo der hingeht. Wie gesagt, töten können wir nicht. Who are you? You're following me. Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Aegon. Aegon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Don't take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Aegon. Regardless, you were implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Aegon is and where to find him. Oh yes. We'll see about that. Den kriegen wir zumindest mal hin. Hier ist, glaube ich. So, have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Aegon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. To my help. Lässt sich einrichten. So, geprägte Silbermünze. The silver coin, his symbol of recognition. I have to show it to Manfred. Dann gehen wir mal zu Manfred. Manfred.
Hier war auch noch eine Kiste, ne? Hier war auch noch eine Kiste. Hi. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I conducted my investigation on the extortion organized by certain members of the Guard. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them, as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the Guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name. But as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency, take this. On behalf of the Guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the City Guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? Okay. No, thank you. Level 8, sehr schön. Dann können wir noch mal gucken. Stoppende Falle. Was mache ich damit? Geprägte Silbermünzen haben wir 2. Da zeigte mir irgendwas an, aber ich sehe hier nichts. Was haben wir hier? Notizen, vorläufiger Obduktionsbericht, der Brief von Egon. Tollkirschenbären. Die Beeren werden von einem Tollkirschenbusch gepflückt, giftige alchemistische Präparate zu fertigen. Tollkirsche ist sehr giftig, das ist richtig. Was haben wir da? Schwarze Ulk. Wie von Ulk? Okay, das sind so die verschiedenen Tierchen. Groschen Arena. Achso, die Arena besteht und untersteht der Groschengarde. Sie dient allen Mitgliedern der Garde in der Stadt, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen möchten als Übungsgelände. Wird aber für allerlei spektakuläre Schaukämpfe genutzt. Spieler sammeln sich hier in der Hoffnung, dass ihr Champion gegenüber ihnen das große Geld bringt und die Garde natürlich ihren Anteil. Haben wir hier noch irgendwas? Achso, das ist die Euphora, die Tochter von Blanit, dem Häuptling des Clans. Die Schlacht der Roten gelang in das Dorf. Eine Heilung für den Malachior. Achso, das müssen wir auch noch machen. Triff dich mit der Gouverneurin von Telem und frag nach dem Malachior. Okay. Was haben wir hier? Geschwärztes Kurzschwert. Das können wir. Nicht genug Punkte Beweglichkeit. Wir können aber hier noch. Was haben wir da? Stasis, schwere Einhandwaffen, Schusswaffen, Einhandfallen. Macht den Feind für die Effektdauer komplett bewegungsunfähig.
hält länger an. Hm. Oder wir können hier hin. Schattenwirkung verursacht einen höheren Gleichgewichtsverlust. Betäubung 100%. Wo sind wir denn hier? Da, ne? Okay, haben wir. Hier haben wir nichts, hier haben wir auch nichts. Da kriegen wir erst bei Level 9 wieder was. Ach so, da fehlt uns die Beweglichkeit, ne? Das ist doof. Wie komme ich eigentlich an diese Waffe dran? Hier haben wir nochmal was. Blaue Silbersoldatenwams. Zumindest von besserer Qualität. Rüsten wir aus. Weiche alte Stiefel. Ne, die sind von der Rüstung her schlechter. Sonst haben wir nichts, ne? Hier habe ich nichts, was ich ausrüsten könnte. Okay. Hoppala. Falsche Taste. Was wollt denn ihr hier schon wieder? Was wolltet denn ihr schon wieder? Ich muss gleich mal wieder zu uns in die Wohnung, weil wir jetzt überladen sind. Gucken wir mal, dass wir schnell in unsere Hütte kommen und ein bisschen was. Oder ich muss beim Händler vorbei verkaufen. Das ist auch noch eine Idee. Gucken wir mal, was wir verkauft kriegen. Wir haben zum Beispiel von den Stiefeln einige. Müssen wir nur gerade mal zum Händler. Da war der. Ja, das wissen wir. Verkaufen. Ledermantel haben wir zwei. Davon verkaufen wir schon mal einen. Alter Lederumhang, den Rest behalten wir. Priesterhandschuhe, den behalten wir auch, aber weiche Stiefel haben wir zum Beispiel ein paar zu viel. Den Rest behalten wir. Haben wir da zwei? Ne, silberner Siegelring. Trägt ein unleserliches Wappen. Nö, den will ich gerade nicht verkaufen. Aber da können wir eine von verkaufen. Brauchen keine zwei Kurzschwerter. Hä? Ach, hatten wir sogar drei. Okay. So, zurück. Jetzt dürften wir wieder einiges mehr an Platz haben. Kann ich das hier irgendwo sehen? Nö. Doch, 183 von 200. Sehr gut. Come closer, good people. The cure
So, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir dann tatsächlich mal reisen. Triff dich mit der Gouverneurin. Das machen wir. Oder was haben wir sonst noch? Das gucke ich gerade mal. Alte Länder. Die Arena, das schaffen wir noch nicht. Das können wir mal machen. Die Karte erkunden. Das ist doch eine schöne Aufgabe. Jetzt muss ich nur mal gucken. Wo müssen wir denn da hin? Trifft ihr mit dem Gouverneur der Brückenallianz? Geh in der Arena als Sieger hervor. Gelange ins Dorf. Dorf klingt doch gut. Wo musste ich denn jetzt hin? Da. Da, da, da. Aha. Tadam, 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 tadam. Dann reisen wir mal da vorne in die Richtung. Und gucken mal, was uns so erwartet. Da sind noch wieder welche. Ist ja noch einer. Den hatte ich gar nicht gesehen. Den hatte ich nicht gesehen. Nehmen alles mit. Da glitzert's noch. Wir dürfen ja nicht zurücklassen, ne? Boritsch. Kiste. Kommen wir da rein? Nein. Kein Reinkommen. Dann reisen wir jetzt. Und starten dann in. Wo wollen wir hin? Gelange ins Dorf Verdaris, genau. Ja. Das machen wir und hier geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.